4,3 Minuten Verspätung. Warum eigentlich nicht? Oder fehlen die Schatten, kann das sein? Ja, da fehlen die Schatten. Warum auch immer. Ich habe OMSI übrigens nochmal komplett neu installiert, seitdem wir in der letzten Folge in England unterwegs waren. Einfach damit, ja, halt das Spiel wieder ein bisschen flüssiger läuft. Alles, was man nicht braucht, einfach weg ist. Das waren 23 GB, die ich zusätzlich löschen musste neben dem Spiel. Also die dann noch in dem OMSI-Ordner drin waren, nachdem Steam das Spiel deinstalliert hat. 23 GB, Freunde. An Add-ons, an Straßen, an Objekten, an Häusern, an Bussen, an Maps. Habe ich mir auch gedacht, oh Mann, ey, was hast du da alles für eine Scheiße drauf? Zumal die meisten Add-ons, die brauchst du ja, um dann so eine dumme Map spielen zu können. Das finde ich sowieso immer so lustig, wenn du dann eine Map runterlädst und dann, na gut, das ist halt aus Copyright-Gründen, aber wenn dann halt, da so steht, ja, und jetzt installiere bitte folgende Add-ons und dann kommt da so eine Liste von 20 Add-ons, die du zusätzlich noch installieren darfst und die dann alle so ein bisschen, ja, alle ein bisschen anders zu installieren sind, sodass man gerne mal irgendwie was übersieht, weil man ja nicht in jedes Handbuch reinguckt, von jedem Add-on, von jedem Scenery-Object und so, ihr wisst, was ich meine. Und dann ruckzuck die Map einfach mal nicht richtig installiert ist und man dann da halt weiße Straßen hat und so weiter, Texturen fehlen. Ist mir ja auch schon oft passiert und das finde ich einfach nur nervig. Weißt du, du installierst dir da eine Stunde irgendwas und am Ende ist trotzdem alles weiß. So, der möchte nicht mit uns fahren. Endlich mal einer. Wir will jetzt gleich einer aussteigen. Ey, Mann, Mann, Mann. Aber es macht Spaß, endlich mal wieder ein bisschen was für euch aufzunehmen, nachdem ich die letzten zwei Wochen, ja, auf jeden Fall ein bisschen faul war. Ja, sorry, konnte nicht bremsen. Warum auch immer. Ich hatte heute tatsächlich überlegt, weißt du, Winterupdate, fährst du bei Schnee? Dann bin ich heute Morgen mal so testweise bei Schnee gefahren. Ich hab mir gedacht, nee, komm, irgendwie ist das doch was, was eher für Weihnachten ist und deswegen lass das mal lieber, Philipp. So, gucken wir mal, wobei man da nicht allzu viel sehen kann. Machen wir die Tür einfach mal auf Verdacht zu. Und weiter geht die Reise. Ich hatte heute auch überlegt, einen Livestream zu machen. Einfach mal so, um euch zu zeigen, so, hallo, hier bin ich wieder, können wir uns ein bisschen unterhalten über das, was gerade hier so abläuft. Aber das war dann doch irgendwie ein bisschen zu, ja, war alles, heute der Tag war echt vollgepackt, weißt du, morgens, obwohl schulfrei war, trotzdem zur Schule, weil, nee, Waffeln waren das nicht, aber weil Brötchen und Kaffee verkaufen für die Schülervertretung. Dann, also das ging bis 11 Uhr, dann 12 Uhr wieder zu Hause, ab zum Friseur, weil 6 Wochen nicht beim Friseur. Haare, guckt euch den letzten Vlog an. Also, oder auch das Video, was hier jetzt kam. Auf dem Kanal das letzte Video oder vorletzte Video, je nachdem, wie ich diese Aufnahmesession hier schneide. Und was war dann? Genau, dann Angebot Oma, Plätzchen backen und dann noch was für nächste Woche, für den Snoop-Kanal noch ein bisschen was vorbereiten und dann auf einmal 18 Uhr und OMSI sollte eigentlich schon online sein, wollte ich eigentlich ja, sollte eigentlich um 16 Uhr kommen. Hatte ich so geplant, dass ich dann nach dem Mittagessen, sprich so, weiß nicht, um 1:30, 2 Uhr OMSI aufnehmen. Nur dann sind wir doch schon zur Oma und Opa gefahren. Oder gefahren, ja.
und dann war einfach keine Zeit für Omsi, weswegen zumindest die erste Folge dieser Aufnahmesession wahrscheinlich erst morgen, sprich am Samstag kommt und diese Folge hier, die du siehst, jetzt wahrscheinlich am Montag oder so erschienen ist. Ach Mann, wie sieht's aus, Ampel? Danke. Weiter geht's. So, und dann wären wir auch schon in Bottrop und dann ist es auch nur noch eine gute Viertelstunde, bis wir dann irgendwann mal in Oberhausen sind. Ich weiß gar nicht, ob wir die Linie SB91 schon mal gefahren sind, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich meine, ich habe die schon mal gezeigt, aber ich kann mich auch nicht mehr gut dran erinnern. Wir sind schon so oft hier in Gladbeck unterwegs gewesen. Okay, schnell weiter, da will keiner rein oder raus. Euch mal den Himmel an, wie bedrohlich dunkel das für, für 11.54 Uhr ist. Ne, 34. Mann, ich finde das Rot, das kann man so schlecht lesen, vor allem... Ist das, das liegt an den Einstellungen von meinem Monitor, weil der Monitor so kontrastreich ist. 11.32 Uhr, so, auf dem Schwarzen sieht man es jetzt nicht, 50. Was ist, so kann man das einigermaßen gut, ja, jetzt ist klar, jetzt steht da 32. Ist heute irgendwie nicht viel los. Ich weiß nicht warum. Ist vielleicht so ein bisschen Wilduntergangsstimmung hier im Ruhrgebiet heute. Na gut, wobei bei den Fußballclubs läuft es doch eigentlich relativ rund. Schalke nach anfänglichen Problemen sind die mittlerweile ja doch, glaube ich, wieder relativ gut dabei. Und Dortmund hat Bayern geschlagen, hat 8-4 in der Champions League gewonnen. Ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ah, nur noch 1,9 Minuten Verspätung. Wie kommt denn das jetzt auf einmal? Naja, ich will mich nicht beschweren. So, Ticketverkauf. Ah, nee, komm, lassen wir den heute mal lieber aus. Sind ja sowieso zu spät. 2,1 Minuten nun. So, und hier auch. Ach so, wir haben auch Ansagen. Hoffe ich. Nächste Haltestelle. Freiheit. Nächste. 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 Goetheplatz, Willy-Bahn. Nächste Haltestelle. Nächste Halt. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Halt. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Buchenstraße. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen zu weit, oder? Nächste Haltestelle, Nordring. Nee, alles gut. Jetzt waren wir gerade am Nordring, dann passt das. Kann es sein? Ich habe nicht auf die Ampel geachtet, aber die ist doch garantiert gerade noch grün gewesen. Aber der Bus sieht echt cool aus, auch mit dem festischen Repaint. Was ich hier habe. Von neoplanfest.de auf jeden Fall. Für alle, die es interessiert und die das auch haben möchten. Da gibt es das kostenlos zum Runterladen. Hupe haben wir
auch, ist aber die Standard-Omsi-Hupe, die in den meisten Bussen mehr oder weniger verbaut ist, aus dem MANSD 200 bzw. auch 202 aus den Spandauer Doppeldeckerbussen, ihr wisst schon. Da war ein Kollege, ich habe gerade nur im Augenwinkel noch gesehen, ich weiß nicht, was für eine Linie das war. Interessiert mich ja doch immer, was hier für Leute, für andere Kollegen unterwegs sind und auf welchen Linien die gerade so unterwegs sind. Jetzt haben wir wieder 2,7 Minuten Verspätung, ey. Ich krieg die Krise, ey. Nächste Haltestelle am Weckelsberg. So. Die Ansagen sind übrigens die Originalansagen der Festischen, soweit ich weiß. Oder warte, war das nur bei der Bogestra oder auch bei der Festischen? Nächste Haltestelle, Oberbeckstraße. Auf jeden Fall für die Bogestra. Da sind das die Originalansagen, die hier in dem Gladbeck-Add-on vorhanden sind. Aber bei den Dings bin ich mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher bei der Festischen. So, wir mit unseren 320 PS rasen hier einfach mal schön an dem Lieferwagen vorbei. Dauert aber doch ganz schön lange, bis wir in Bottrop sind. Ich dachte gerade, als wir da so in Bottrop reingefahren sind, ach ja, dann sind wir jetzt gleich da, aber nix da. Hier wollen überall welche einsteigen. Mutter und Tochter. Okay, der hat mir etwas zu spät gedrückt. Nächste Haltestelle, Prosper 3. Prosper 3, ja, dann sind wir, glaube ich, gleich am Hauptbahnhof. Da fehlt dann nicht mehr allzu viel Weg. Das wäre jetzt auch wieder eine komische Formulierung, ich weiß. Ja, also es wäre zu gefährlich gewesen, da jetzt voll in die Eisen zu gehen. War ja gerade eben jetzt auch, wo ich noch an der Haltestelle halten wollte. Von daher nächste Haltestelle. Habe ich mir das jetzt einfach mal erlaubt, hier zweimal sogar über Rot zu fahren und eine Haltestelle auszulassen. Entschuldigung, aber wir müssen ja auch irgendwann mal ankommen.